Ich will euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich jetzt hier einen neuen YouTube-Account erstelle. Ich habe mich jetzt für den Namen entschieden. Ich habe das auch nochmal mit Jan abgesprochen. Frequenzen für deine Gesundheit. Obwohl ich jetzt hier nochmal die Buchstaben groß schreibe. Ist besser. Und hier entnehme ich jetzt einfach das aus meinem vorherigen Tranquilo Papi-Account. Und fügt es jetzt hier in die Beschreibung. Ich kopiere das. Moment, erstmal hier. Das muss ich natürlich erstmal löschen. Ja. Oh. Ah. Steuerung Z, damit ich wieder zurückkomme. So kann es eigentlich bleiben. Genau, WhatsApp, Telegram. Achso, ja. Dann müsste ich jetzt hier nochmal gucken. Ich gehe in YouTube Studio. Hol mir das aus den Inhalten. In einem Video. Hier von der Diana. Habe ich jetzt hier nämlich Shop und Webseite. Das ist einmal GoQuantum und einmal der Empfehlungslink von mir. Das muss ich nochmal austauschen. So. Jetzt kann ich es veröffentlichen. Jetzt ist die Frage halt bei mir. Ich zeige euch das gleich auch nochmal, wie ich jetzt überhaupt in diese Einstellung reinkam. Natürlich müsst ihr euch einen Google-Account erstmal erstellen mit einer E-Mail-Adresse. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das mit einer anderen E-Mail-Adresse machen könnt. Eventuell muss man gezwungenermaßen vielleicht eine Google-Mail benutzen. Und hier. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich das nicht so lang machen. Das ist der Alias, ne? Das ist dann später im Link enthalten. Also wenn ich dann meinen YouTube-Link irgendwie genau wie hier so kürzer machen will oder beziehungsweise, achso, hier sieht man es genau. Hier sieht man das jetzt hier, Tranquilo Papi, mit dem Ad-Zeichen. Das haben sie jetzt mit YouTube neu gemacht. Das ist die neue Funktion. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Oder jetzt. Ich gehe jetzt hier auf das Video und Hallo, ah. ihr Lieben. Okay, nee. Das ist falsch, weil das ist ein Short und kein langes Video. Hier bei dem italienischen. Oder komm, ich zeige euch das hier. Hier drauf YouTube anschauen. Und hier unten jetzt in der Beschreibung. Jetzt seht ihr hier, so sieht es dann aus. Das war früher nicht so. Das haben die jetzt halt neu gemacht. Eine neue Funktion von YouTube. Ich habe auch gesehen gehabt, das funktioniert mit Instagram und mit Facebook auch. Vermutlich geht es jetzt hier nicht. Sieht man das hier nicht, weil ich halt diese Shortlinks, diese kurzen Links verwendet habe. Hätte ich jetzt die Originalen die Links von Instagram oder von Facebook genommen, dann hätte das jetzt wahrscheinlich genau hier so angezeigt mit diesem YouTube-Symbol nur für Facebook und Instagram. Das habe ich jetzt schon bei anderen Videos beobachtet. Aber ich muss jetzt hier gucken. Ich will es eigentlich gar nicht so lange halten. Also das ist dann der Name. Im Kanal, das sieht man dann so. Das sind jetzt aber Details, jetzt hier zum Beispiel mit deiner, dass es klein oder groß ist. Ich mache es halt extra groß, weil es anscheinend nochmal, denke ich, psychologisch einen anderen Effekt hat, als wenn das jetzt klein geschrieben ist. Genau, also hier auf der Plattform möchte ich dann auch jetzt allgemeine Videos hochladen. In mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch und ja, Polnisch, Portugiesisch, alles, was da noch in Zukunft kommen wird. Was noch? Also jetzt hier mit dem Alias. Das habt ihr jetzt gesehen gehabt, das ist jetzt hier auch so. So ist es dann im Link enthalten und Tranquilo Papi ist schon okay, geht noch. Ich finde, das sollte jetzt nicht übertrieben lang sein, deswegen muss ich gerade überlegen, wie mache ich das jetzt? Weil der Link soll ja auch nicht so lang sein. Deswegen hatte ich erst gedacht gehabt, F und D abgekürzt. Frequenzen FD, Gesundheit. Ja, sieht jetzt eigentlich nicht so cool aus. Oder nur Frequenzen Gesundheit. Frequenzen Gesundheit. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Ich würde es aber jetzt erstmal so veröffentlichen. Und hier ist auch der grüne Haken. Das heißt, der Alias ist verfügbar. Und hier steht ja auch, kann man Alias können zweimal alle 14 Tage gewechselt werden. Man sollte das jetzt auch da jetzt, denke ich, nicht so übertreiben. Hier
kann man dann noch Links hinzufügen. Das ist der Standardkanal URL, also der Link dazu. Aber der wird dann halt personalisiert mit diesem Alias. Dann kann man den Link halt immer so posten. Ich veröffentliche das jetzt erstmal so. Ich habe den erst gerade jetzt gestern frisch erstellt, den YouTube-Account. Hier steht ja auch jetzt in der Bemerkung unten, Änderungen wurden gespeichert. Dann gehe ich erstmal hier zum Kanal. So sieht das jetzt aus. Aber der müsste das eigentlich jetzt mal hier aktualisieren. Weil hier steht ja noch der vorige Name Vitamin D. Okay, der braucht jetzt einen Moment. Aber was wollte ich euch noch zeigen? Achso, genau hier. Ich hatte erstmal geschaut gehabt, weil ich schon aus der Vergangenheit wusste, einige haben hier schon den Namen Frequenzen für dein Leben verwendet. Das ist ja der Slogan von Healy, nur auf Deutsch. Ansonsten wäre es Frequencies for Your Life. Aber ja, wollte ich nicht, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und dann dachte ich mir, okay, was kann ich noch machen? Ich hatte auch überlegt gehabt, finanzielle Frequenzen, weil man ja auch von finanzieller Gesundheit spricht. Aber gut, man muss sich ja für einen Namen entscheiden. Deswegen habe ich das jetzt so übernommen und das lädt immer noch. Komisch. Okay, jetzt hat das übernommen. Also habe ich jetzt Stopp gedrückt, nochmal Seite aktualisieren. Jetzt siehst du hier oben im Link, genau, das ist jetzt dieser Frequenzname. Frequenzen, genau, Frequenzen, Gesundheit. Das ist jetzt oben im Link enthalten. Siehst du auch hier nochmal den Alias, hier nochmal unten drunter und das ist dann der Titel. So wird es dann halt gezeigt gehabt, wenn dann die Leute auf mein sich im Video anschauen. Unten ist ja dann der Titel vom Video, dann unten drunter ist dann halt der Name vom Kanal. Und hier siehst du jetzt halt hier auch schon direkt die Beschreibung. Du willst mehr über Healy, Frequenzen und Mikrostrom erfahren, dann kommst du auf die Kanalinfo und dann hast du das auch hier direkt. Aber du kannst auch auf der Übersicht, von der Übersicht hier direkt auf den Text klicken. Am PC, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es am Handy ist, aber dann hast du hier halt nochmal die Möglichkeiten und dann gehe ich hier auf Kanal anpassen. Ich schließe das hier mal. Kanal anpassen und dann bist du hier auf der Layout-Seite. Hier kannst du jetzt halt ein paar Sachen einstellen. Den Kanal-Trailer für Nutzer, die deinen Kanal noch nicht abonniert haben, ne, damit die einfach kurz sehen können, um was geht es bei deinem Kanal. Kannst du verwenden, verfügbar, jetzt also unwichtig, heraus, was hervorgehobene Videos für wiederkehrende Abonnenten. Also das kann man alles machen. Ist jetzt erstmal jetzt gerade unwichtig. Kanalabschnitt, Empfehlungen. Okay, dann gehst du hier auf Branding, kannst du dir mal anschauen. Hier weißt du dann, wenn ich jetzt hier auf Kanal zum Kanal gehe, dann hast du ja eigentlich hier oben so ein Kanalbild, was viele haben. Das kann man dann selber einstellen und dann sieht man das hier Bannerbild. Kannst du hier einstellen, dann dein Bild. Ne? Muss ich jetzt auch nochmal mir Gedanken machen, was lade ich hier überhaupt rein. Und dann hast du hier ein Wasserzeichen, was du dann immer hier so in der Ecke siehst bei den Videos. Das kannst du dann, ja, also ist echt cool gemacht. Gibt es ja auch schon länger diese Funktion. Und dann bin ich jetzt hier wieder bei allgemeinen Informationen und kann jetzt hier nochmal das anpassen. Ich mache hier nochmal ein Leerzeichen rein. Und damit man weiß, okay, das sind die Produkte von Mr. Raw, Dr. Raw. Und hier ist der Wasserfilter, mit dem ich noch zu tun habe. Und dann, genau, und dann kann ich jetzt hier, also hier auf meinem Kanal, siehst du. Ich klicke mal, also das ist das, was ich meinte. Hier siehst du jetzt den Titel, mein Abo-Name und dann wie viele Abonnenten ich habe und dann hier auch die Beschreibung, die ist natürlich sehr wichtig, dass man da auch was reinschreibt mit Hashtags, wenn man noch will. Und Handy, glaube ich. Achso, okay, stimmt. Hä, normalerweise hat man die Hashtags sogar hier oben irgendwo gesehen. Also die ersten drei Hashtags, die man hat in der Beschreibung, werden dann auch hier oben angezeigt. Und ich habe den Disclaimer hier reingetan, ne? Der wurde
Ich habe jetzt den aktuellen drin von der EU. Mal gucken, ob der noch nochmal aktualisiert wird für das Internation für die internationale Zulassung. Und dann kann man das vielleicht dann im Nachhinein nochmal bearbeiten, also das ersetzen. Und genau, jetzt gehe ich mal auf meinen Kanal, auf die Kanalinfo. Und hier siehst du jetzt hier unten, also hier siehst du, das ist das mit dem Bannerbild, dieses Titelbild, was ich meinte. Mit den zwei hier im Hintergrund, dieses längliche. Und dann siehst du jetzt hier auch diese Links, die ich hier enthalten habe. Das ist mein Telegram-Link für Healy, mein WhatsApp-Link für Healy, mein Linktree, dieser Linkbaum, wo du mehrere Links einfügen kannst, dann mein Instagram, mein Facebook. Und hast du auch hier unten nochmal. Ne, für geschäftliche Anfragen kannst du, wenn du möchtest, eine E-Mail hinterlassen, musst du aber nicht. Und dann hast du halt hier diese ganzen Links. Es gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also insgesamt 14 Stück. Hab das jetzt ein bisschen übertrieben hier mit den ganzen Links. Ganz schön viel Auswahl. Vielleicht ist manch, also ich weiß aus der Grafik und aus dem Marketingbereich und ja, allgemein aus dem Leben her, weniger ist mehr. Ne? Deswegen muss man das jetzt nicht so viel machen wie ich. Vielleicht sind die Leute dann damit überfordert mit diesen ganzen Links. Aber genau, das ist das, was ich jetzt hier zeigen will. Hier hast du jetzt diese Links. Link hinzufügen und dann mache ich das wie hier. Wie mache ich das? Ich muss auf den Dashboard. Jetzt weiß ich gerade selber nicht. Wo bin ich? Anpassen. Hier auf Anpassen. Und dann hier nochmal auf allgemeine Infos. Dann kann ich es einfach von hier jetzt direkt kopieren. Und ja, das ist ja auch auf Englisch. Also ist ja nicht nur jetzt Deutsch. Also ist gut. Aber ich jetzt gerade überlegt hatte, ich sollte das vielleicht eher auf Englisch übersetzen, damit da jeder Zugriff drauf hat. Und das ist mein WhatsApp-Link. Naja, sollte ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu machen. Das ist der Linktree-Link. Da kommen sie dann auf auf eine Seite, wo dann mehrere Links enthalten sind. Das kennen ja schon einige. Dann Instagram. Facebook. Achso. Wieso kann ich nicht? Ah, okay. Weil ich das hier, glaube ich, nicht ausgefüllt habe. So, jetzt kann ich nochmal mehr hinzufügen. Also Facebook noch rein. Also ich habe jetzt natürlich die ganze Arbeit, diese Seiten zu erstellen. Habe ich ja jetzt schon alles ja, die Arbeit habe ich jetzt schon erledigt. Das macht man natürlich einmal und dann hat man das, ne? Aber ist natürlich erstmal ein Aufwand, das alles zu machen. Ansonsten, ich glaube, ich lasse das jetzt so. Vielleicht noch, ja, Go. Ich habe ja auch erst seit Juli den Go Quantum. Was mache ich jetzt? Muss ich selber überlegen. Egal, ich mache das später. Du kannst hier entscheiden, wie viele Links dann hier gezeigt werden sollen. 5 Stück. Also Links in deinem Banner. E-Mail lasse ich jetzt weg. Und genau, jetzt speichere ich erstmal. Jetzt gehe ich hier wieder auf die nächste Seite. Gehe auf Kanal. Infos ist jetzt schon aktualisiert. Wenn ich jetzt den Banner hier hätte. Das ist das mit diesen 5 Links hier. Erste 5 Links, wie man hier oben sieht. Hier oben, das sind diese 5 Links. Da kann ich entscheiden, wie viele Links enthalten werden sollen. Also eine oder bis zu maximal 5 Stück. Genau, und ja, ich werde hier auf jeden Fall noch meinen Go Quantum Link reinmachen.
ist es sinnvoll und du siehst jetzt hier, wie das aussieht. Jetzt sind jetzt hier die Links enthalten und dann können die Leute halt hier zuordnen, okay, was brauchen die jetzt, wo wollen die jetzt drauf? Und dann, genau, können die das halt so machen. Aber hier hatte ich doch ein Leerzeichen reingemacht. Wieso wurde das nicht übernommen? Hier wäre eigentlich jetzt ein Leerzeichen zwischen den beiden. Gut, was soll ich noch zeigen? Ich habe jetzt noch hier keine Videos hochgeladen. Achso, okay. Dann gehe ich hier auf Videos verwalten. Oder hier oben auf YouTube Studio. Ich gehe aber jetzt mal auf Videos verwalten. Dann komme ich. Oder ich zeige es lieber hier nochmal drüber. YouTube Studio. Und dann siehst du halt hier, bist du im Dashboard. Dann hast du hier diese ganzen Kanalanalysen und so weiter. Die Wiedergabezeit, Einnahmen. Das werde ich jetzt hier mit dem Kanal wahrscheinlich nicht machen können, weil es sind alles Fremdvideos, die ich hochladen werde. Hier sind dann eher die Erfahrungsberichte und so meine eigenen Videos, wo ich dann schon eher mit YouTube dann Geld verdienen kann. Also du siehst auch hier die Info. Hier ist Partner werden. Dann hast du hier die Voraussetzungen. Wie kann ich teilnehmen? Mindestvoraussetzung. Du brauchst 1000 Abonnenten. Die Wiedergabezeit in Stunden, 4000 Stunden, um Partner zu werden. Und wenn du YouTube-Partner wirst, oder halt, du musst nicht 4000 Stunden Wiedergabezeit haben, sondern du kannst auch die Möglichkeit haben, innerhalb von 90 Tagen 10, also das sind aber kurze Videos, diese Short-Videos, ne? Short-Videos, Aufrufe, 10 Millionen musst du haben innerhalb von 90 Tagen. Ist auch schon eine große Ansage. Aber es ist machbar. Natürlich braucht das mit YouTube auf jeden Fall ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis man sich das mal so aufbaut. Ja, und da muss man dann auch natürlich dann immer mal wieder Content hochladen. Aber wenn man dasselbe Content, was man für Instagram nutzt, dann auch hier auf YouTube hochlädt, dann ist es natürlich einfacher, weil du produzierst ja dein Content einmal, das, was du in deiner Instagram-Story machst oder in deinem WhatsApp-Status. Und das kannst du dann auch, vielleicht nicht alles, aber einen großen Teil eventuell kannst du dann hier hochladen mit kurzen Videos oder hier allgemein. Da muss man dann halt entscheiden. Und dann hast du hier das Dashboard. Hier siehst du dann die Übersicht. Die Inhalte, dann siehst du deine ganzen Videos oder deine Livestreams, deine Playlists, deine Podcasts kannst du auch hier hochladen. Auch eine coole neue Sache, die es vielleicht seit diesem oder letzten Jahr gibt. Dann hast du diese ganzen Analytics, diese Analysen, kannst dann alles sehen, wie viele Leute sich die Aufrufe, die Wiedergabezeit etc. Kannst halt hier sehr viel, das ist kostenlos. Dafür musst du nichts bezahlen. Also kannst schon einiges hier beobachten und analysieren und ja, schauen, welches Video kommt gut an. Und hier Untertitel kannst du machen, Urheberrechte, dann Einnahme anpassen, war das hier jetzt genau. Und dann hast du auch die Audio-Mediathek, kannst hier GEMA-freie Musik verwenden. Kannst du runterladen hier auf Download und dann kannst du es für deine Videos verwenden. Also hier hat man wirklich, ja, weil sonst hat man ja öfters, ja, keine Ahnung, mir fällt gerade keiner ein, Sido, Bushido, Nena, 99 Luftballons, das ist alles GEMA-Musik, das darfst du gar nicht verwenden für YouTube. Das kann dann entweder gesperrt werden, das Video, oder nur, also. Das komplette Video kann gesperrt werden oder es kann gelöscht werden. Du kriegst eine Verwarnung und die Verwarnung wirkt sich dann aus auf das Partner. Wenn du YouTube-Partner werden möchtest, dann wirkt sich das auch darauf aus. Wenn du zu viel Verwarnung bekommst und dann kann dein YouTube-Account auch gelöscht werden. Deswegen, ja. Auch ein Video kann auch online bleiben oder die sperren dann nur das Audio. Ist auch eine Option, habe ich auch schon selber erlebt.
Und hier hast du noch Soundeffekte. Kids playing, truck driving in parking. Und ja, kannst dann hier auch, konnte man nicht nach Kategorien schauen. Oder kannst du auch die Suchfunktion verwenden. Also hier Suchfunktion, Titel, Genre, Stimmung, Name des Künstlers, Dauer und so. Ist schon cool, ja. Mal gucken. Einstellung ist vielleicht noch wichtig. Achso, hier Währung. Euro. Kanal. Wohnsitz. Lass ich weg. Geht die nichts an. Zielgruppe. Nein, möchte diese Einstellung für jedes Video prüfen. Ja, dieser Kanal als speziell. Nein. Das Google AdSense kannst dann hier noch Ads, also die Werbung, kannst du noch mit einem Konto, mit Google Ads Konto verknüpfen und automatische Untertitel, okay. Kannst halt echt so viel hier machen. Allgemeine Info. Dann verknüpfbare Funktionen aktiviert. Ah, okay. Also Berechtigung. Standardfunktion Berechtigung um Hochladen von Videos mit einer Länge von mehr als 15 Minuten. Achso, man muss hier. Oh Mann, ey, was für Hammer, ey. Also, ich weiß nicht, was die wollen, aber ich muss da immer an digitale Kontrolle denken. Wenn ich jetzt hier sowas sehe wie Telefonnummer angeben. Okay. Mal gucken, also aktuell muss ich es noch nicht machen. Vielleicht gebe ich da eine bulgarische Nummer an oder so. Na, dann hier Standard. Achso, genau, das sind dann die allgemeinen Informationen. Titel von einem Video. Das sind die allgemeinen Informationen. Das wird dann für jedes Video übertragen, glaube ich. So habe ich es jetzt in Erinnerung. Sichtbarkeit, öffentlich, standardmäßig. Kannst die Tags, was, wenn du mehrere Werte eingibst, trenne sie jeweils mit durch ein Komma. Ja, also sich jetzt Frequenz. Frequenz, Komma. Ganzheitliche Gesundheit, passives Einkommen. Heli oder sowas, ja, und dann kann man das, dann wird das automatisch in jedem Video mit übertragen. Da muss man das nicht immer separat machen, sondern dann hat man hier schon mal die, du kannst hier so maximal 500 Zeichen oder Dingsbums, ja, reinmachen. Beschreibung für die Videos würde ich jetzt von hier rauskopieren. Von dem Video. Habe ich das jetzt hier Inhalt und da ich das ja alles jetzt hier schon fertig habe, klicke ich jetzt hier drauf, komme ich direkt in die Videobeschreibung. Achso, das war Italienisch. Ich will es ja auf Deutsch haben erstmal oder eventuell auf Englisch und hier müsste das sein, genau. Dann habe ich hier, ich kopiere das jetzt hier alles. Erstmal kopieren und dann kann ich immer noch prüfen. Oder ich mache Steuerung, Command A für alles markieren. Steuerung oder Command bei Mac. C für kopieren. Dann hier einfügen. Und jetzt habe ich das alles hier drin. Das lösche ich natürlich. Das war jetzt nur für das eine Video. Genau. Das brauche ich alles nicht. So. Jetzt habe ich hier meine ganzen Videos, meine ganzen Links schon drin. Und wenn ich ein Video hochlade, dann ist es schon automatisch in der Beschreibung enthalten. Ja, okay, für den Kanal werde ich das jetzt hier nicht machen. Mit dem. Aber Wasserthema ist ja eine gute Kombination mit dem Heli. Das Wasser ist ja wichtig. Bild.
Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich das jetzt hier so lasse. Mal gucken. Muss schon mal überlegen. Ansonsten, ja. Root nehme ich raus. Dann, ja. Kann man lassen. Die Hashtags raus. Also jetzt, das passives Einkommen kann man lassen. Heli. Heli World, Heilpraktiker. Ne, das raus. Bewusstsein passt. Nikola Tesla, ja. Zappa. So passt, denke ich. Titel lasse ich. Ich meine, ist ja mehr individuell bei mir. Dann hier noch. Okay. Berechtigungen. Berechtigungsverwaltung für mobile Geräte. Inhaber. Okay. Kannst hier einladen, gibt es hier. Okay. Weiß jetzt nicht. Community. Automatischer Filter. Genehmigt der Nutzer. Standard. Okay. Was ist das? Okay, ist jetzt auch für mich neu. Weiß ich jetzt nicht. Kommentare, potenziell ohne, ja, kann man so lassen. Und das werde ich jetzt einfach speichern. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Einstellungen und überprüfe das. Hier, genau, also es hat er jetzt übernommen. Wenn ich ein Video hochlade, dann ist das in der Videobeschreibung schon automatisch enthalten. Genau. Lass ein Abo da. Gib dem Video ein Like. Nein, Spaß. Ja, okay. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie ich es mit meinem YouTube mache. Das YouTube-Kanal. YouTube-Studio meine ich. Hier bin ich jetzt im ganz normalen zum Kanal. Hier siehst du das jetzt nochmal. So sieht das jetzt erstmal aus. Dann würde ich jetzt die ersten Videos auf Deutsch hochladen, dann auf Englisch und so weiter, Spanisch. Was Healy ist, was kann Healy, diese 2, 3 Minuten, diese kurzen Videos, die wir den Leuten schicken, werde ich hier auf jeden Fall hochladen. Und dann, genau. Wieso mache ich das? Damit ich in die Videobeschreibung, wie du gesehen hast, dann meine eigenen Links habe, damit die Leute, die sich das dann anschauen, falls sie in die Videobeschreibung gehen, können sie direkt auf diese Healy-Informationen gehen. Und dann können sie da auch direkt über meine Links bestellen. Weil ich will nicht fremde Links, fremde Videos schicken. Deswegen mache ich mir jetzt halt die Arbeit. Aber ich weiß, dass sich das jetzt in den nächsten 3 Monaten, 6, 12 Monaten auf jeden Fall bestimmt rentieren wird. Genau, jetzt wisst ihr mehr Bescheid. Und ich mache jetzt hier mal Schluss. Jo, mehr muss ich jetzt nicht zeigen.